Meine große Vision ist in diesem Bereich, dass wir weniger Sklaven der ganzen neuen Technik sein werden und wieder mehr anfangen, eben diese Technik zum Wohle zu nutzen, damit wir produktiver sind, damit wir kreativer sind, dass wir besser kommunizieren, ohne aber abhängig zu werden. Es geht also darum, dass wir durch diese Maschinen, in der Psychologie würden wir sagen, kognitiv entlastet werden. Das heißt, momentan werden wir einfach von diesen ganzen E-Mails, tausende von E-Mails, die jeden Tag auf uns einstürmen, Informationen überflutet. Und uns fehlt es an Möglichkeiten, diese ganzen Kanäle so zu steuern, dass wir mit ihnen gesund umgehen können. Das heißt, die Zukunft der digitalen Gesellschaft liegt darin, dass wir diese ganzen Massen intelligent verarbeiten, die auf uns einströmen an Informationen und wieder mehr Freiräume für das haben, was uns wichtig ist, für Freunde und natürlich aber auch uns, wenn wir arbeiten, uns perfekt auf die Arbeit konzentrieren zu können.